Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Da hinten war ja nichts mehr. Also, gehen wir durch die eine Tür. Und mal sehen, was uns hier alles so erwartet. Ja. Kann man hier auch hoch rein? Oh, Granaten. Säure. Sehr schön. Blutflecken. Ach, ich erinnere mich. Da muss man dann auch vor einigen Kugeln wegrennen. Das war, glaube ich, nicht so schön. Da habe ich auch ein paar Mal verkackt. Ich hoffe, ich schaff's diesmal gleich beim ersten Mal. Ah ja, und hier waren wir ja das letzte Mal schon. Oh, hier haben wir... Kräuter. Nehmen wir natürlich mit, deswegen habe ich keine eingepackt. Hier war nur das eine. Was war denn jetzt hier mit dem... Hier lag da auch noch was. Ah ja, Pistolenmunition. Ja, hier finden wir einige Pistolenmunition noch. Hier ist nichts. Gehen wir einmal rum. Was haben wir hier? Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Öffnen? Nein. Das weiß ich noch, da ist so ein Teil drin. Aber das nützt uns so nichts, weil wir dazu noch ein anderes Teil brauchen. Hier liegt da auch noch was. Nochmal Pistolenmunition. Ob wir die Pistole nochmal verwenden, das weiß ich jetzt gar nicht. So. Oh, wer ist das? Enrico. Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No. But why? The stars are finished. Someone is a traitor. Oh, wenn seine Schuhe sind das hier. Ja, ja. Bevor er alle... Bevor er auspackt. Also nach den Schuhen. Gut, Barry hat auch so eine Schuhe. Aber ich würde es natürlich eher einen anderen zutrauen. Ich kann mir schon denken, dass ihr wisst, wen ich meine. Wer das getan hat, ist eindeutig ein Profi, ja. Ja, und Moment, er hat etwas in der Hand. Ach, hier haben wir die Sechskantwinde. Gibt's hier noch was? Jetzt gucke ich mal eben. Ja, der Bereich ist sauber. Aber in dem vorderen Bereich gab es noch was. Man
müssen wir nochmal gucken, genau. Jetzt dürfte ein Hunter kommen. Da habe ich mich früher wie Sau erschrocken. Sowas von. Da bin ich einfach hier ran, ahnungslos. Hab hier ungefähr die Tür erst gehört. Und dann hat er, kam er schon. Hat mich natürlich. So, wir gehen zurück. Jetzt haben wir ja die Kurbel. Jetzt können wir ja da auf der anderen Seite das Rad drehen. Ja, hoffentlich kommt da nicht die rollende Kugel runter. So, wo war dann hier noch was? Ach so, wegen dem Teil, da was da drin ist. Alles klar. Hab mich jetzt gewundert. Der braucht schon mehr. Oh, drei Schuss. Und gleich nachladen. So, dann hier lang. Na, geh durch. Ja, ich werde dann aber nochmal gleich schnell abspeichern, weil dann kommt, glaube ich, das mit den Steinen. Und ich will nicht unbedingt jetzt das hier nochmal alles wiederholen müssen. Das wäre natürlich nicht so gut. So, aber erstmal packen wir noch was weg. Und zwar die Säuregranaten. Die packen wir weg. Das Kraut. Ich glaube, wir finden aber noch welche Kräuter. Ah ja, die Pistolenmunition sowieso. Wo haben wir sie? Ja, weiter unten. Pistole, ja. 130, 145 Schuss schon für die Pistole. Mein Gott. Da würde ich aber vielleicht gerne noch sicherheitshalber, weil ich weiß, da kommen irgendwo noch Spinnen, wie ich das in Erinnerung habe. Ach so, speichern wollte ich ja auch. Oh, jetzt hätte ich beinahe einen Fehler gemacht. Da haben wir ja genug 16 Stück. Und ich glaube, wir finden sogar auch noch welche im Spiel. Ja, machen wir. Okay. So, die legen wir gleich wieder ab. So, dann können wir los. Ja, drei Plätze. Ja, und den Granatwerfer, den habe ich jetzt mitgenommen. Wegen Spinnen eben. Ich glaube, da kam sogar, ich mich recht erinnere, eine etwas größere Spinne. So, okay. Na, hier liegt schon wieder ein Kraut. Das lasse ich jetzt aber erstmal liegen. So, was ist das? Eine Halterung. Sieht aus wie, naja, wer weiß. Oh ja. Ist das der erste Stein, vor dem ich wegrennen muss? Ich glaube schon.
schnell. Ah, bloß gut. Was denkt ihr, wie jetzt mein Herz ging? Jetzt habe ich überlegt, muss ich jetzt nach rechts drücken, dass er da reinläuft, oder muss ich nach links drücken? Ich muss dann nach links drücken, dass er da reinläuft. Oh, hat er jetzt hier auch noch was frei gemacht? Ach, hier ist jetzt eine Tür. Dann gehe ich da mal gucken, wo die Kugel herkam. Und zwar da oben nochmal. Hat er bestimmt was hinterlassen. Jawohl. Schrot. Können wir immer gut hier brauchen. Ja, und jetzt gibt es da noch eine Kugel. Also eine Kugel kommt noch, vor der man wegrennen muss. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht schnell speichern nochmal gehe. Oder war die andere Kugel... Ne, die andere Kugel war leichter. Da war nicht so schlimm. Ja, und wenn, dann müssen wir das eben alles nochmal machen. Oder ich zumindest. Ihr ja jetzt nicht. Ah ja. Hier ist die Spinne. Hab ich doch richtig eine Erinnerung gehabt. Dafür habe ich meinen guten... Ah, ich glaube, eine reicht. Ich möchte jetzt die Schrot wieder ausrüsten. Ja. Ja, und wenn die mich nicht vergiftet haben, dann weiß ich auch nicht. Haben sie mich vergiftet? Vorsicht. Nee, vergiftet haben sie mich nicht. Dann könnten wir ja eine einzelne Pflanze nehmen. So, da blinkt was. Ein Kampfmesser. Haben wir zwar schon. Ach nee, warte mal. Da war doch irgendeine Tür gewesen. Genau. Haben wir da hinten noch was? Ah, hier kommt noch eine. Die könnten wir aber ignorieren. Die macht, glaube ich, nicht so. Oder? Was zeigt sie da hin? Ach. Was hat die für ein Problem? Okay, anscheinend zeigt Jill nicht auf die Spinne. Dann können wir sie doch ignorieren. So, ausrüsten. Und hier müssen wir jetzt nämlich die Spinnenweben. Ja, sicher. Jetzt mache ich dich sowas von platt. Vorsicht. Blöde. Das hätte sie jetzt nämlich nie machen dürfen. Blödes Drecksvieh. Ah, ich glaube, hier kommen keine Spinnen mehr. Haben wir denn nicht noch? Nimm mal lieber das fürs nächste Mal. Ich werde mal das nehmen. Haben wir auch außerdem Platz wieder frei. Und die natürlich gleich wieder ein bisschen aufladen. So, jetzt muss ich aber nochmal das Messer ausrüsten. Weil wir, glaube ich, noch nicht fertig waren. Da sind noch ein paar. Ah, jetzt glaube ich. So. Und zur Not können wir das Messer wegschmeißen, weil wir haben ja im Inventar haben wir ja auch noch ein Messer vom ganz Anfang. Da geht's lang. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Ja. Gehe ich mal hier schnell hinter erst. Ah ja, und hier liegen schon wieder
die nächste Mischung. Die war... Hier ist da auch noch eine. Ja, eine blaue. Kommt zwar, glaube ich, keine Spinnen mehr, aber die heilt uns ja genauso gut, die Mischung. Und hier ist da auch noch was. Ah, eine Karte. Sehr schön. Aha. Okay. Karte genommen. Nochmal gucken. Da liegt vorne wahrscheinlich noch was irgendwie. Hier ist nochmal so ein Ding. Was das wohl ist, zeigt mir auch nicht an. So. Rechts oder links? Ja, wir müssen nach links. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Hier ist gar nichts. Nee. Okay. Ach, hier haben wir die Kugel. Ja, und hier kommt das, wo ich sagte, das zweite Mal mit der... Mit dem Stein ausweichen. Da hinten liegt er nämlich schon. Da können wir auch erstmal gucken gehen. Weil ich weiß, ja, großer Brocken. Diesmal müssen wir aber nach vorne rennen, ein Stück. Stelle ich mich schon mal so hin. Nochmal drehen. Ja. Nochmal bitte. Ah, jetzt kommt die Frequenz. Haben wir geschafft. Uiuiuiuiui. Damals beim ersten Mal spielen, da habe ich das ja nicht gewusst. Da dachte ich, ach, da so ein Klumpen. Ne, kommt man nicht weiter. Okay. Hat er denn jetzt da hinten, wo die Kugel herkam, ist da dann jetzt noch was? Ah, eine erste Hilfe. Ah, wir haben dann bloß noch... Na, ich nehme mal mit. Ist egal. Untersuchen. Und was ist drin? Ah, ein Erste-Hilfe-Spray. Okay. Okay, zur Not, wie gesagt, schmeiß das Messer weg. Ich hoffe, das kann man auch wegschmeißen. So. Dann hier rein. Boah, wo sind wir hier? Ach, ja. Genau. Da ist auch nochmal eine Kurbel zum Drehen. Ja, genau. Wir müssen hier jetzt... Ja, ist ein kleines. Man muss eigentlich nur diese Statue hier umdrehen. Quasi. Dazu kann man hier diese Platte in der Mitte benutzen, damit sich die Statue dreht. Halt. Das reicht eigentlich schon. Jetzt gehen wir hier rüber. Verwenden die Kurbel. Das schiebt dann da hinten die Wand raus. Weil das die Statue zu dicht an der Wand war, da hätten wir sie nicht von der Seite schieben können. Ja, das reicht schon. Oder kann man die nochmal? Ne, dann würde sie zurückdrehen. Genau. So. Dann einmal so. Halt, Jill. Nee. Ja.
laufen jetzt mal hier rum. Halt! Ja, sag ich doch, ich komme dahinter. Und jetzt darauf. Ah, jetzt wird sie schon einmal so gedreht. So, dann nochmal runter von dem Teil. So, halt. Und von der Seite nochmal. Und da müsste es stimmen. Genau. So, dann schieben wir sie gleich mal ein Stückchen nach da. Würde ich sagen. Halt, es reicht schon. Und dann von vorne. Na, wenigstens schiebt sie hier wenigstens mal gleich, nicht über den anderen Dingern. Mal sehen, ob es auch gleich passt. Ah ja, haben wir ja richtig. So, was haben wir hier? Ah ja, und hier haben wir den Zylinder. Haben wir gerade noch einen Platz frei. Und das war's dann hier auch schon. Können wir wieder zurück. Kann auch sein, dass uns jetzt noch ein paar Hunters entgegenkommen. Ich weiß das gar nicht so genau. So. Ja, hier lang. Hier lang. Und hier durch. Wieder bei den Spinnen. Ja, da war doch ganz gut, dass wir die Ene noch erledigt haben. So, jetzt müsste aber hier alles. Den zeige ich dann noch rot an. Wieso das denn? Habe ich da hinten was vergessen? Nö. Da vorne war doch nichts. Aber hier ist wohl noch irgendwo was. Das ist doch nichts hier, das der helle. Nö, der. Was soll denn hier noch sein? Der wegen dem Kasten hier? Na, ist egal. Kann ich alles haben. Wahrscheinlich Pistolen, Magazin oder sowas. So, die lieben Spinnilein. Hier lang. Ah, hier war noch. Ah, die können wir jetzt nicht. Oh, Entschuldigung. Da hat mir die Nase gekrabbelt ohne Ende. Und dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Es sei. Oh, Moment mal. Können ja. Klar. Das Messer brauchen wir nicht. Hier haben wir jetzt zwei Kampfmesser. Wunderbar. Das Spray kann raus. Und dann nehmen wir. Das kann auch raus. So, die Kurbel. Weiß jetzt gar nicht, die Kurbel. Brauchten wir die nochmal? Ich glaube nicht. Die Kurbel braucht man, glaube ich, nicht. Nee. Nicht mehr. Möchte ich sagen. Ansonsten müssen wir nochmal zurückrennen.
Den Granatwerfer brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Ja, komm, packen wir die andere Winde auch. Die andere Winde auch da hoch. Die kommt ganz oben hin. So, und dann holen wir uns jetzt noch das grüne Kraut. Ach ja. Speichern wir hier auch noch. Sicherheitshalber. Hier weiß man ja nie hier unten. Jetzt hole ich mir erstmal das Kraut und speichere dann. So, grünes Kraut. So, ran am Speicher. Ja, jetzt ist nicht so wie zum Anfang, dass wir nicht so oft gespeichert haben, aber jetzt kommt langsam, wo man hin und wieder schon mal speichern sollte. So. Packe ich noch die, nein, die Farbbänder wieder weg. Ja, das eine Kraut können wir ruhig behalten. Können ja ruhig eine Mischung machen aus zwei Grünen. Ne, nehme ich mal ein rotes. Oder gab es noch? Nein, ich nehme mal, haben wir noch ein blaues gehabt? Kein einzelnes blaues. Echt kein einzelnes Blaues mehr. Dann mache ich es anders. Dann kommt das da rein und nehme ich Sonnenmischung mit. Ich glaube, irgendwo waren noch Schlangen gewesen. Aber ich mache hier erstmal einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.